Welcher Vollidiot kam auf die beschissene Idee, die scheiß Weihnachtsferien an Weihnachten zu starten? Okay, viele von euch sagen jetzt, Karl, aber ich hab schon Weihnachtsferien. Ja, aber da gibt's dann auch die Leute aus Bayern, die ohne Scheiß am 24. erst Weihnachtsferien haben. Ich würde es ja selber nicht glauben, hätte ich nicht gerade gegoogelt. Ohne Scheiß, Jungs, Alter. Weihnachten ist ja eigentlich das Fest der Liebe, des Zusammenhalts, das Fest der Entspannung. Und warum muss man genau an dem Tag, an wirklich sogar dem wichtigsten Feiertag in Deutschland, in die scheiß Schule gehen? Ich meine, draußen sind es 13 Grad. Die ersten Leute fangen schon an, draußen zu grillen. Wie soll man dann bitte in Weihnachtsstimmung kommen, wenn man dann auch noch in die Schule muss? Und wirklich, die Schule ist der letzte Ort, den ich irgendwie mit Liebe, Verständnis und all dem ganzen Scheiß verbinde. Und die meisten von euch denken sich jetzt bestimmt, ein Glück, dass ich schon ab dem 23. Ferien habe. Ist es euer Ernst? Der 23. ist ja mal wohl genauso schlimm wie der 24. Also wie wir unsere Lehrer kennen, beziehungsweise ich meine Lehrer kenne oder gekannt habe, haben die uns immer nochmal schön vor den Weihnachtsferien so eine richtig fette Mathearbeit reingedrückt. Oh, so richtig ins Arschloch. Ganz ehrlich, selbst wenn wir euch schon am 21. die Ferien begonnen haben, ist das trotzdem viel zu spät. Ich meine, die meisten von euch werden mir zustimmen, dass dieses Jahr irgendwie Weihnachten so... Ja. Es ist bald Weihnachten, aber... Ja. Aber irgendwie sieht's draußen nicht wirklich nach Weihnachten aus. Es ist warm. Es regnet. Die Ferien beginnen an Weihnachten. Ich meine, so langsam müssen wir uns auch mal wehren. Wollen wir uns das jetzt ewig gefallen lassen? Irgendwann, wer weiß, haben wir erst am 27. Ferien. Also ich habe keinen Bock, dass meine Kinder sich bessere Noten vom Weihnachtsmann wünschen, weil sie am 25. irgendwie eine Mathe-Klausur schreiben. Sowas ist einfach voll scheiße. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was kann ich als einzelner Illuminat dagegen tun? Ich kann mir das nicht mehr länger ansehen, wie unsere Welt zerstört wird. Oh, Jungs, wirklich allen Glück, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Denn wie ihr wisst, nur hier bekommt ihr die besten Ratschläge. Ja. Yeah. Also es gibt drei extreme Schritte, die ihr beachten müsst. Ich kann nicht oft genug wiederholen, wie extrem wichtig das ist. Also passt auf. Schritt 1. Ihr müsst auf jeden Fall sicherstellen, dass euer Lehrer ein Illuminat ist. Um das herauszufinden, gibt es einen ganz einfachen Geheimtrick. Okay, passt auf. Genau 42,8 Sekunden, bevor der Unterricht startet, müsst ihr mit einem kleinen Stück Kreide... Die Kreide sollte ungefähr die Penisgröße von eurem Sportlehrer haben. Also je kleiner, desto besser. Okay, wenn ihr eine passende Kreide gefunden habt, müsst ihr das hässlichste Dreieck an die Tafel malen, was ihr euch vorstellen könnt. Meinetwegen könnt ihr auch so weit gehen und ein Lupina-Logo reinmalen. Und denkt immer daran, wenn ihr einen Fehler dabei macht, dann seid ihr tot. Wenn euer Lehrer gemerkt hat, dass Nebelenden in der Klasse sind, die Erzfeinde der Illuminaten, wird er wahrscheinlich so schnell wie möglich versuchen, das Dreieck wegzuwischen. Und jetzt kommt Schritt 2. Ihr müsst unbedingt aus einem Blatt Papier ein Papierschiffchen falten und eurem Sitznachbar sagen, dass er mich abonnieren soll. Ich kann wirklich nicht oft genug sagen, wie unglaublich unwichtig Schritt 2 ist. Wenn ihr die Schritte zuvor perfekt gemeistert habt, gibt es noch eine Sache, die ihr tun müsst. Der letzte Schritt entscheidet, ob ihr weiterleben werdet oder stirbt. Ihr müsst im Unterricht eure Wasserflasche rausholen, falls ihr das dürft. Wenn nicht, dann fragt einfach. Und mit einem Edding Lupina draufschreiben. Es dürfen wirklich auf gar keinen Fall Lupina-Bakterien in der Flasche sein. Und was noch viel wichtiger ist, euer Penis darf auf gar keinen Fall die letzten 48 Stunden gebrannt haben. Wenn jetzt euer Illuminatenlehrer sieht, dass ihr Lupina trinkt, aus einer nicht verseuchten Lupina-Bakteriendose und euer Penis nicht brennt, dann habt ihr es geschafft. Ach Mann, warum hackt er denn? Oh Gott! Ihr werdet merken, dass euer Lehrer Sachen sagt wie, morgen schreiben wir eine Arbeit. Oder, ich hoffe, diesmal strengt ihr euch besonders an. Jetzt habt ihr es geschafft. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Unmögliche möglich zu machen. Anstatt euch nach der Schule faul vom PC zu setzen und nichts zu machen, werdet ihr euren Lehrer jetzt richtig pranken. Ihr setzt euch einfach zu Hause hin. Und Jungs, passt auf, Alter. Und lernt richtig intensiv für die Mathearbeit. Damit wird er nämlich niemals rechnen. Nee, Spaß beiseite. Sowas hilft natürlich nur gegen normale Lehrer. Als ob die Illuminaten auf sowas reinfallen. Nee, der letzte Schritt ist, ihr müsst einfach richtig krass in eine Pfütze springen und dabei ganz laut hoch die Hände Wochenende anmachen. Ja, und dann bekommt ihr die nächsten 2 Tage Ferien. Das ist kein Scam, okay? Oh Mann.